Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Weekly-Vlog. Wir sind gerade in der Nähe des Russell Square und hier ist ein kleines Auto von NARS. Sieht ganz cool aus, eben eine kleine Marketingmaßnahme. Wir haben ein Treffen in der Stadt und ich weiß nicht, inwiefern ich euch dabei mitnehmen kann, vermutlich gar nicht, aber ja, da gehen wir jetzt erstmal hin und dann sprechen wir uns wahrscheinlich danach wieder. So, es ist nun viele, viele Stunden später. Ich habe leider total verpasst, noch großartig was zu filmen. Und ich erzähle euch mal ein bisschen, was jetzt alles passiert ist. Wir hatten einen super interessanten Termin in einem unserer Lieblingsläden. Das ist der Store Street Espresso. In der Store Street bei der Tottenham Court Road. Da habe ich auch tatsächlich schon öfter gefilmt. Allerdings konnte man dabei natürlich nicht filmen. Und ja, danach war ich noch mit Philipp an der Uni und wir haben gearbeitet. Und so verstrich dann der gesamte Tag. Und jetzt sind wir super hungrig und gehen gerade nach Hause. Und vielleicht zeige ich euch noch mein Outfit. Aber ansonsten muss ich echt sagen, habe ich heute nicht mehr ganz so viel zu bieten. Ja, und ich bin auch total K.O. Wir haben eben schon lamentiert, ob es gerade irgendwie eine besondere Mondphase ist. Aber irgendwie sind wir alle sehr, sehr müde. So, ich dachte, ich sage euch jetzt noch kurz, was ich anhabe. Ich habe wieder mal ein Longsleeve von Comme des Garçons an, eine Jeansjacke von H&M, meine Tasche von Chloé, die Jeans ist von Self Nation, die ist super bequem und wieder mal meine Schuhe von Calvin. Also ihr seht, ich bin wieder super einfallsreich gewesen, aber der Look von letzter Woche, der Look von letzter Woche hat mir total gut gefallen, deswegen dachte ich, probiere ich das jetzt noch mal ein bisschen mit einem anderen Farbschema aus. An sich sind ja gar nicht mal so viele Teile gleich, also klar die Jeansjacke und die Schuhe. Aber alles andere ist sonst eher ähnlich, aber halt ein bisschen anders, falls es Sinn macht. Wahrscheinlich nicht, nein. Es gibt eine sehr große Portion Lasagne, eigentlich sind es nur Leftovers von gestern, aber das war ja bereits im letzten Vlog. Und einige haben mich dazu gebeten, ein Video zu der Lasagne zu machen und ich wollte nur mal kurz anmerken, dass ich das auf jeden Fall sehr bald tun werde. Das ist nämlich ein Rezept, das ich mir selber ausgedacht habe, aber ja, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst, das kommt hoffentlich sehr, sehr bald. Jetzt sind wir zum Sport machen in unserem Park angekommen. Wir könnten auch ein paar Bahnen rennen hier. Ich weiß nicht, doch könnt ihr ganz gut sehen, haben sie ein paar Bahnen aufgemalt. Ich weiß nicht genau warum. Und es ist tatsächlich relativ warm heute. Ja, deswegen gibt es wahrscheinlich nur ein kurzes Workout im Schatten. Und danach sprechen wir uns wieder. Das Workout ist beendet. Ich glaube, man sieht mir an, wie das Workout war. Eigentlich dachten wir, es wird gar nicht anstrengend, weil es relativ kurz war, aber es war eine Übung dabei am Ende, die war zu viel. Und jetzt fühle ich mich ziemlich kaputt. Ja, nun denn, es war trotzdem gut. Auf zu Modern Pantry. Ja, jetzt gehen wir was Schönes machen, weil wir müssen ja ein bisschen den Tag genießen, weil es, glaube ich, einer der wenigen Sommertage ist, der uns hier überhaupt bleibt bzw. beschert wird. Cheers! Jetzt ist schon wieder ein wenig Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal gevloggt habe. Und wir sind jetzt unterwegs, haben uns auch sichtlich etwas fertig gemacht und sind jetzt ganz, ganz dringend auf der Suche nach etwas zu essen. Und dann ist, glaube ich, wahrscheinlich auch schon ruckzuck der Tag fast vorbei. Und wir sind auf der Suche nach einer Lokalität, wo wir auch das Deutschlandspiel anschauen können. Ja, und jetzt werden wir uns aber erstmal was zu essen besorgen. Prioritäten. Und wir fahren jetzt erstmal mit dem Bus Richtung Angel Stop runter und suchen uns da ein kleines Restaurant. Wir sind jetzt bei einer kleinen Nebenstraße, eigentlich ganz in der Nähe von da, wo wir wohnen, aber wir waren hier noch nie. Ich war hier am Wochenende zufällig mit der Linka und allerdings war da mein Kameraakku leer, deswegen habe ich da gar nichts gezeigt. Und zwar sind hier ganz viele kleine Vintage-Läden und der Breakfast Club ist auch hier. Und ja, wir erkunden jetzt ein bisschen die Straße, die wir noch nicht kennen. Auch für uns mal was ganz Interessantes. Hier ist zum Beispiel so eine Mischung aus Vintage Shop und Coffee Shop.
ist ganz cool. Das ist ein Einrichtungsladen, das ist ein Mack heißt, der da ganz cool aussieht. Aber wir müssen jetzt, bevor wir uns irgendwie nach Shopping umschauen, erstmal ganz dringend etwas essen. Ich glaube, sonst passiert ein Unglück. Das wollen wir nicht riskieren. Hier ist so ein Delikatessenladen. Sieht auch mega cool aus. Ja, und es ist auch eine sehr malerische kleine Straße. Also die ist sehr London-mäßig süß und ja. Ich sollte wahrscheinlich ein Weißbier trinken zum Fußballspiel im Deutschen. Ich glaube, es gibt gar kein Weißbier hier. Oder? Doch. There we go. Okay, es geht los. Alle sind stark interessiert am Spiel. Und alle, die sonst noch hier sind, also niemand. Quite sugary. Und? Gut. Yeah, this is really stupid as fuck. But he's accurate. Are you crying? Yeah. How can you give it away like that? Reason must be German. Aha, yeah, it sounds kind of Ich glaube, ehrlich gesagt, das war's.
Ja. We're gonna get it. 3-0. Ja, wir haben verloren. Die Stimmung war so mittel, aber es ging dann eigentlich, weil wir schon ein paar Minuten vorher eigentlich gewusst haben, dass es ja nichts wird, deswegen war es dann auch egal. Ja, trotzdem traurig. Weil es war schon irgendwie ganz cool, immer das so in den Pub anzuschauen. Man hatte immer gleich so einen Gesprächsgegenstand, Aufhänger mit anderen. Und eigentlich hat man ja als Deutscher immer so ein bisschen den Ruf in anderen Ländern, dass man so ein Fußballprofi ist. Aber ja, schade. Wir gehen jetzt nach Hause und ich glaube, damit beende ich auch den heutigen Vlog-Tag. Und dann sehen wir uns die Tage nochmal wieder am Wochenende. Bis dann. Bye. Bye. Wir sind heute auf der Oxford Street. Es ist schon relativ spät, ehrlich gesagt. Ja, ich musste mein Video noch hochladen und jetzt sind wir ein bisschen mal wieder zum Einkaufen. Allerdings nicht für mich diesmal, sondern eher für Philipp. Und wie gesagt, es ist Samstag und die Oxford Street, ja, busy, busy, busy. Aber erstmal brauche ich was Kleines zu essen, weil ich sehr, sehr Hunger habe. Ja, und dann gehen wir shoppen. Erster Stopp, prêt à manger. Yeah, I don't know. This looks good. Try it. Shopping-Ausbeute bisher sehr erfolgreich auf Philipps Seite. Auf jeden Fall. Sehr erfolgreich. Ich habe auch schon was gefunden, obwohl ich eigentlich nichts gesucht habe. Aber jetzt gehen wir auch noch kurz zu den Frauen. Weil, why not? Nur die Begleitung, ich hoffe am Ende trotzdem was. Jetzt waren wir bei H&M und nun ja, ich war mal wieder noch erfolgreicher als Philipp. Ja, die haben wirklich schöne Sachen momentan, muss ich sagen. Ich habe ein Kleid gefunden, ein Jumpsuit und was habe ich noch? Was war das dritte? Ah, und ein Oberteil. Ah, ich habe einen wunderschönen Kimono gesehen und der war mir aber ein bisschen zu groß. Da schaue ich jetzt vielleicht nochmal online. Und ja, eigentlich will ich jetzt gar nirgendwo mehr hin, weil ich schon viel zu viel gekauft habe. Aber wir gehen noch zu End Other Stories. Also, ja. The damage is done. Willkommen zu einem neuen Vlogtag. Heute ist Sonntag und ich habe mich dazu entschlossen, heute nochmal zu vloggen. Wir sind gerade beim Barbecue. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zeige euch gleich noch ein paar Impressionen und ja, Philipp soll euch gleich noch ein bisschen was zu dem Ort hier erklären. Ich glaube, er kann das ein bisschen besser als ich. Außerdem kennt viele von euch das vielleicht aus dem Michelax Vlog. Philipp meinte, die waren auch schon mal hier. Ich selber wusste das gerade gar nicht so genau. Aber ja, an sich schon ein typischer 70er-Jahre-Bau. Aber nicht so richtig mein Ding, aber trotzdem irgendwie cool.
könnte schlimmer sein. Ihr seht, mein Outfit ist perfekt für das Wetter heute. Nicht? Zum Glück habe ich eine Radlerhose unter meinem Kleid an. Vlog-Sit. There we go. So, erstmal ein kleiner Snack vor weiterem Sightseeing. Sieht sehr lecker aus. Ein Salat und eine Zucchini-Pizza. Und es ist echt wunderschön hier. Schaut euch das mal an. So, wir haben jetzt gegessen, das war extrem lecker und auch ein ganz guter Deal. Und ich finde, es sieht auch aus. Ich finde, es sieht auch aus wie ein ganz cooler Workspace. Eine Dame arbeitet gerade. Könnt ihr da hinten sehen? Ja. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Vielleicht packe ich mal meine Sachen zusammen und gehe mal zum Arbeiten hierher. Ja, und an der Stelle dachte ich, mache ich mal einen kleinen Shoutout. Philipp hat letztens, als er in Deutschland war, extra für mich auch einen kleinen Vlog gedreht. Das fand ich sehr, sehr reizend. Und da ging es vor allem darum, dass er ja zu zwei Familienfeiern gefahren ist von uns. Und dann hat er mich quasi ein bisschen mitgenommen, weil ich ja nicht mitkommen konnte. Ja, ich verlinke euch das mal in der Infobox. Und ja, deswegen ist auch heute eine große Double-Filming-Action am Start. Ja. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir endlich mal raus und erkunden mal den Komplex. Frankreich die Daumen? Oh Gott, ja. Was? Ja, ich auf gar keinen Fall. Wir werden sehen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Wir haben das Park verlassen. Es wurde auch jetzt direkt dicht gemacht. Und ja, am Ende war es ja noch ganz spannend, aber zwischenzeitlich habe ich mich echt ein bisschen gelangweilt. Ja, ich war sehr dankbar für Snapchat und Instagram währenddessen.
und ich bin ein bisschen unscharf, was soll denn das? Wir gehen jetzt nach Hause, Philipp und ich, die Tube fährt noch, es ist ja noch nicht so super spät. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt diese Woche auch schon wieder von euch. Das war's mit dem Weekly Vlog. Ich verlinke euch unten in der Infobox wie immer alle möglichen Sachen, die ich angehabt habe, die man sehen konnte, Orte, die wir besucht haben und so weiter. Ja, und dann sehen wir uns ganz, ganz bald in einem neuen Vlog wieder. Bis dann. Tschüss. Bye.